Moin moin liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppi, willkommen zum Feedflash am Mittwoch, wieder mal unterteilt in 4 Videos und das sind die Themen. Xbox One ohne Kinect und zweimal schneller, GTA 5 Update schon aktiv, Titanfall Xbox 360 Edition, was ist anders und Samsung verklagt Kritiker auf 200.000 Euro. Los geht's mit der Xbox. Microsoft arbeitet gerade sehr stark daran, die Xbox One in noch mehr Wohnzimmer zu bringen. Ein paar Dinge, die verbessert werden könnten, fallen bestimmt jedem ein, wenn er sich die Next-Gen-Konsole anschaut. Microsoft selbst möchte mit dem neuen Xbox-Chef mehr auf Games setzen. Ob das nur eine Image-Kampagne ist, um das Bild im Kopf der Käufer zu verändern oder Tatsache die Wahrheit bleibt abzusehen. Anfangs wurde die One extrem als TV-Setup-Box vermarktet und eher nicht so stark als Gaming-Konsole. Eine Möglichkeit wäre es, die Box ohne Kinect zu verkaufen. Laut Game-Developer Peter Molyneux bringt die Kamera keinem Game irgendwas. Sie funktioniert nicht zuverlässig und erhöht den Preis der Xbox One unnötig. Die PS4 hat allein dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Microsoft möchte allerdings das Wohnzimmer regieren. Aktuell ist es also eher unwahrscheinlich, dass ein Angebot ohne die Kinect rauskommt. Was aber definitiv verbessert werden soll, ist die GPU-Power. Eine Grafikschnittstelle für DirectX soll DirectX 12 auf die Konsole bringen und damit die Leistung der Konsole verdoppeln. Spiele könnten dann zweimal so schnell laufen. Auch 1080p und 60 FPS sind dann möglich. Erste DirectX 12 Games sollen im Winter 2015 kommen. Würdet ihr die Xbox One ohne Kinect im Paket kaufen?